So, meine Freunde, wir sind wieder da bei Tenkaichi 2. Und zwar, wir sind hier noch dabei, die ganzen Charaktere vorzustellen. Und heute erst die letzte Aufnahme sein. Also für heute. Ich jetzt die nächsten Tage mal irgendwann weiter, weil irgendwie. Mal sehen. Ne? Also, wir haben ja letztes Mal die ganzen Boosts gezeigt. Heute zeigen wir die Filmcharaktere, nicht alle einzeln, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und zwar, wir zeigen heute Garlic, Thales und Luck. Nächsten Part dann Salsa, Cooler und Metal Cooler. Dann Cyborg 13 Brody zusammen. Und nächsten Part dann ja mit Oyak, Remember, Edegan, Tapion und von zeigen wir dann im einen Part beiden. Irgendwie so würde ich sagen. Genau, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal hier mit Garlic. Und bei Garlic ist so die Sache, da verstehe ich das echt nicht. Die lassen diesen Charakter immer voll aus. Auch im Dokkan habe ich den bis jetzt nur einmal gesehen. Den Garlic. Aber auch in Legends habe ich ihn noch nie gesehen. Und ich dachte, ehrlich gesagt, warum? Was haben die Entwickler gegen diesen kleinen Charakter? Der ist zwar klein, aber der war. Meiner Meinung nach war der ganz cool. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal beantworten, warum der Charakter in kein Spiel vorkommt. Keinen einzigen. Xenoboss gibt es den nicht. Außer hier. Ich meine, der ist auch ein cooler Charakter. Der ist so eine Verwandlung oder sowas. Ich finde die mega nice. Und er kann sich ja hier auch perfekt verwandeln. Und die Form ist cool. Ich finde den Charakter cool. Ich weiß auch nicht. Wie findet ihr den Garlic? Ich finde den Charakter mega nice. Ich finde, da sehen die Entwickler gar nicht so dieses Potenzial drin, was eigentlich der Charakter verdient. Ich weiß auch nicht warum. Auch die Todeszone, mega geile Attacke, ne? Mega geile Attacke. Zack. So. Aber Garlic haben wir fertig. Gehen wir zu Thales. Cooles. Ich hoffe, man kann sich mit denen auch so verwandeln. Wenn nicht, wäre das schade. Kann man aber nicht ändern. Mal sehen. Are you ready? Begin! Jetzt muss ich ja wieder hier sein. Stehen bleiben. Ich frappiere das echt nicht, warum die das so gemacht haben, dass der Charakter jedes Mal da angreift. Obwohl ich Slug alles richtig nice finde. Weil klar sieht aus wie Goku mit einem bösen Gesichtsausdruck und einer anderen Kleidung, aber ich sag mal, sonst ist der Charakter ja eigentlich ganz geil. Ich finde auch diese Attacke hier, Meteorknall. Arschgeile Attacke. Und sowas von cool. Ist hier sogar noch besser animiert wie ein Xenoboss. Aber wie gesagt, das muss ja jeder selber wissen. Okay, wir können es verwandeln, sehr schön. Genau, wir sind jetzt ein riesen Affe. Ja, 10.000, okay. Aber nicht. Ich weiß nicht, hier. Überlegt euch mal dieses Spiel hier, wie alt das ist und wie gut man hier die Wehraffen spielen kann. Und dann überlegt mal bei Xenoverse 2 zum Beispiel, die auch Wehraffen in diesem Spiel haben und die spielen lassen wie Kack. Das ist unglaublich. Dass die Spiele früher. Na klar, vielleicht ist Xenoverse jetzt auch nicht unbedingt so für die Wehraffen ausgelegt, aber ich meine trotzdem, hätte man noch machen können. So, letzter Charakter. Dann sind wir schon wieder fertig. Und dann ist für mich heute auch wieder Feierabend. Und ja. Auch Luck, wirklich sehr cooler Charakter. Sehe ich aber auch echt ganz selten. Legends ist er jetzt schon auch vorgekommen, sage ich jetzt mal.
Aber ich sag mal so wie Dokkan oder so überhaupt nicht. Ganz selten, dass ich Slug da mal irgendwie gesehen habe. Obwohl Slug ja eigentlich auch ein ganz cooler Charakter ist, oder die Fall Saiyajin, ne? Wo Son Goku sich gegen ihn da verwandelt hat. Aber ich bin jetzt auch noch in keinem Spiel gesehen. Weder in Legends nicht, weder in Dokkan nicht, weder in irgendein Spiel habe ich den noch nie gesehen. Ich verstehe echt nicht warum. Und so coole Charaktere, die man so gut einbauen hätte können. Hallo. Senko. War eine geile Attacke. Erstmal ein paar aufs Maul. Natürlich verwandeln können wir uns ja auch noch in den Big Boy. Auch wirklich ein geiler Charakter. So. Pump up. So, letzte Attacke. Wenn er mich lässt. Nee, will nicht. Warte mal, wir können doch einfach so machen. Das geht mir gerade voll auf den Sack, dass der mich nicht lässt. So, Dunkelheits Blaster, letzte Attacke. Und ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei cooler Strupp. Und dann geht's weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und